Du sollst noch jemanden nachmachen. Ich soll noch jemanden nachmachen? Nein. Das ist immer das Schlimmste. Mach mal einen Gunnar Lacher wenigstens. Nein, das ist... Komm, ich kenne doch deine besten Dinger. Das ist ja fantastisch. Ein Schreck, aber das ist mittlerweile auch schon so ein bisschen. Das ist auch Parodien mit Ansage. Ja, tanz, kleiner Junge, tanz. Schreck halt, kannst du auch? Ja, aber wir müssen jetzt nicht alle Parodien durchgehen, oder? Du kannst auch mal, auch mal. Nee, meine habe ich ja schon tausendmal gemacht. Ich kann auch nur, aber mehr kann ich nicht. Ich wollte es nur sagen. dieses Slack, ist das jetzt für alle verbindlich, oder? Ja, ich wollte nur fragen. Ja, oh Mann. Das wäre sehr gut. Hey. Da hinten sitzt der liebe Daniel. Wir können echt mal, wir gehen zu dritt, wir machen alle Schröckert nach. Oh ja. Also wir machen Schröckert nach, du bist einfach Schröckert. Schröckert, und dann gehen wir einfach abends weg und mal gucken, was passiert. Wer ist wer? Man weiß es nicht mehr. Episode 1 gefällt dir. Oh ja, gut. Oh ja, gut. Ja. Das, was es sein soll. Donny, mach auch komm mal ganz kurz her. Komm mal ganz kurz her, Donny. Donny, 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 Donny. Nee, du kannst Donny auch ein paar Mitarbeiter face nachmachen. Auch jetzt erstmal den Schröck, den einfachsten hier. Warte, mach in die Kamera. Ich soll hier auftreten oder was? Ich hab's überhaupt nicht verstanden. Ich meine, ich hab die ganze Zeit gesagt, das war meine Sendung. Warte mal, ich hab so die Patenze drin. Ich muss mal reinwachsen so ein bisschen. Natürlich. Oh, komm. Du hast das doch prima gemacht. Aber ich fange natürlich gerne an mit dem, den ich von Etienne gelernt habe. Also der Klassiker ist natürlich beim Schröck der. Na gut, Harry Potter? Echt? Harry Potter? Echt? Na gut, wenn du meinst. Ja. Und dann ja. Kommt so ja. Aber das Interessante ist, weil wir alle drei das so gemacht haben, das Geile ist, und ich arbeite ja schon lange mit ihm zusammen jetzt und mache die Sendung, und das Geile ist, dass er im ersten Moment dich anguckt und du denkst, du hast was ganz Schlimmes gesagt. So. Also ich fand ihn nicht schlecht. Also ja. Ernsthaft jetzt? So, ne? Und du denkst so, ja, hä, wieso? War doch nicht schlecht, der Pate, so ungefähr, ja? Und dann kommt aber nicht wie irgendwie normalerweise würdest du einen Rant erwarten oder sowas, fällt dir ein, sowas gut zu finden? Ja, okay. Und das ist immer das, wo ich dann immer so denke, okay, da rechnet keiner mit, der macht das Psychoterror. Ich hab, oder auch gerne mal, wenn man einfach zu ihm sowas Normales sagt, wie wenn er fragt irgendwie, sag mal, Donny, wo gehst du denn zum Essen hin? Und ich sag irgendwie so, ja, ich gehe hier Burger essen. Dann kommt echt so ein. So. Was war das jetzt für eine Reaktion? Also warum kriege ich jetzt so ein... Und was ganz oft kommt, ist dann einfach nochmal die Frage stellen. Also das, was du als Antwort gegeben hast. Wenn du sagst, wo gehst du denn hin? Burger essen. Burger essen. Ja. Warum hast du mich nicht gefragt? Schröck, du hast jetzt alle drei Persiflagen gehört. In welchen erkennst du dich denn am besten wieder? Eins ist Eddie, zwei ist Andreas. Lass doch immer diese Competition-Scheiße. Okay, wenn ich nicht bin, werde ich sauer. Na? Nee. Zeigen. Jetzt ist die Stimmung am die Arsch. Alt ist nicht im Bild. Eddie. Jetzt ist im Bild, die 1. Ist Eddie? Jawohl. Weiß ich nicht mehr. Hab ich Eddie oder Andreas ich gesagt? Keine Eddie. Die 1, gut. Ernsthaft, ja. Die 1. Wenn du meinst, ja.